Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag, dem Nachrichtenpodcast von Welt. Heute ist Donnerstag, der 14. November und ich bin Imke Rabieger. Knapp eine Woche nach seinem Wahlsieg hat Donald Trump damit begonnen, das Team zusammenzustellen, mit dem er als nächster Präsident in den Vereinigten Staaten regieren möchte. Einige wichtige Posten sind bereits vergeben, von Tech-Milliardär bis Fernsehmoderator. Das Spektrum seines Wunschteams ist groß. Und doch scheinen sie eins gemeinsam zu haben. Was das ist und wie viel die bereits ernannten Regierungsmitglieder über den internationalen Kurs von Trumps zweiter Amtszeit erahnen lassen, darüber spreche ich heute mit der Welt-US-Korrespondentin, gleich hier nach ihren Meldungen des Morgens. Ich bin Johannes Schmidt. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Erstmals seit dem Ende der Ampel soll heute ein Gesetz durch den Bundestag. Es geht darum, ob die Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen wegen Einbruchs auch in Zukunft Telefone abhören dürfen. Die entsprechende Regelung läuft Mitte Dezember aus. Zur Verlängerung fehlen der rot-grünen Minderheitsregierung durch das Wegfallen der FDP nach dem Aus der Ampel aber die nötigen Stimmen. Trotzdem stehen die Chancen gut, dass es durchkommt. Die Unionsfraktion will durch ihre Zustimmung zur Mehrheit verhelfen. Im Tarifstreit für die Ärzte an kommunalen Kliniken wird heute wieder verhandelt. Zum fünften Mal setzen sich Marburger Bund und die Arbeitgeberverbände zusammen, um über den Tarifvertrag für rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte zu verhandeln. Die Gewerkschaft will 8,5% mehr Geld und eine Reform der Schicht- und Wechseldienste. Der Marburger Bund kündigte auch bereits an, dass gestreikt werden soll, wenn die Verhandlungen erfolglos bleiben. Der künftige US-Präsident Trump kann auf beide Kongresskammern zählen. Die Republikaner haben auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus geholt, berichtet CNN. Zahlreiche Abgeordnete waren parallel zur Präsidentschaftswahl neu gewählt worden. Für Trump bedeutet das, dass er durchregieren kann, wenn er im Januar ins Weiße Haus einzieht. In einem 100-Tage-Programm wollen die Republikaner mit der Umsetzung ihrer Agenda beginnen. Die umfasst etwa eine Senkung der Lebenshaltungskosten und die Abriegelung der Grenze zu Mexiko. Nach und nach wird nun bekannt, wer zur Regierung Trump 2.0 gehören wird. Und für alle, die es interessiert, Trump selbst teilt die Ernennung jeweils einzeln über X mit der Öffentlichkeit. Die aus deutscher Sicht spannenden außenpolitischen Posten sind jetzt mittlerweile vergeben und erste Pläne für Trumps Außenpolitik bereits verkündet. Wie die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten demnach künftig aussehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit der US-Korrespondentin Stefanie Bolzen in Washington. Hallo Stefanie. Hallo Imke. Beginnen wir mit einem Posten, den es so in Deutschland nicht direkt gibt, den Nationalen Sicherheitsberater. Für die US-Außenpolitik ist das ein durchaus wichtiger Posten, weil er eine Mischung aus Verteidigungs- und Außenministerposten ist, der ohne die Zustimmung des Senats vergeben werden darf. In seiner letzten Amtszeit hatte Trump davon sogar vier, also vier Sicherheitsberater. Jetzt möchte er einen Mann namens Mike Waltz ernennen. Wofür steht er denn, liebe Stefanie, und wie könnte sein Kurs vor allem in den großen Konflikten Ukraine und Nahe Osten aussehen? Ja, also was ganz wichtig ist an dem Posten, und ich stehe auch gerade just vor dem Weißen Haus. Hier sind wie immer Baustellen und lauter Zäune und hier ist ganz groß Sicherheit, weil Donald Trump ja im Anmarsch ist und sich, naja, mit Joe Biden zum Kaffee trifft. Wie das abgehen mag, das ist noch die andere Frage. Darüber reden wir bestimmt auch die Tage nochmal, aber der Sicherheitsberater, der nationale Sicherheitsberater ist eben im Weißen Haus angesiedelt und das ist eben das Wichtige daran. Der sitzt eben nicht irgendwo weit weg in einem Ministerium, wie der Verteidigungsminister, der weit weg im Pentagon ist, oder auch der Außenminister, der einige Blöcke weit weg im State Department sitzt, sondern der National Security Council und eben dann der Berater, die sitzen mit im Weißen Haus und sind damit eben nah am Präsidenten dran und machen damit die Außen- und Sicherheitspolitik oder beeinflussen die natürlich ganz stark. Mike Waltz ist eben ein Republikaner aus Florida. Der ist bekannt dafür, dass er eigentlich, also interessanterweise ganz am Anfang, ganz stark dafür war, dass man die Ukraine unterstützt, dass man den Ukrainern viel mehr Waffen gibt, als es dann eben Joe Biden getan hat. Er hat auch einige sehr kritische Sachen über Deutschland gesagt, zum Beispiel, dass es so lange gedauert hat, bis Olaf Scholz die Leopard-Panzer zur Verfügung gestellt hat und sich auch da hinter Amerika erst verstecken musste, um das zu tun. Will damit sagen, er ist jemand, der sich
sehr gut auskennt in der Außen- und Sicherheitspolitik und da auch genau weiß, was die Verbündeten tun. Aber am allerwichtigsten ist, er ist loyal zu Trump, er hat ihn immer unterstützt und er wird das auch in Zukunft tun und dann auch entsprechend die Außen- und Sicherheitspolitik oder die außen- und sicherheitspolitischen Vorstellungen von Donald Trump umsetzen. Auch für den Außenministerposten gibt es jetzt schon einen Namen, nämlich Marco Rubio, der republikanische Senator aus Florida, soll laut Medienberichten das Amt bekommen. Inwiefern passt das zu Walls Kurs? Das passt auf jeden Fall. Ein bisschen vorsichtig müssen wir immer noch sein. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Marco Rubio ist bisher noch nicht offiziell von Trump bestätigt worden in dem Amt, obwohl es von der New York Times über die Agenturen viele geschrieben haben. Also müssen wir immer noch ein bisschen aufpassen, ob sich dann noch was ändert. Aber wenn er das wird, er ist ebenfalls aus Florida, ebenfalls sehr, sehr konservativ, ist ein gebürtiger Kubaner. Das ist natürlich auch ganz typisch für die Republikaner in Kuba, also sehr, sehr, sehr antikommunistisch, anti-links. Er passt insofern zu Walz, also dem neuen Sicherheitsberater, dass er eben auch ein sogenannter Falke ist. Also er war am Anfang auch für eine starke Ausrüstung der Ukraine mit Militärgütern, damit die sich eben gegen Russland wehren können. Aber wie alle Republikaner, die zu Trump gehören oder sich dann zu Trump gehörig machen wollten, ist er dann auch umgeschwenkt und hat gesagt, die Hilfen für die Ukraine, das bringt alles nichts. Man muss da jetzt einen Frieden herbeiführen. Ansonsten ist Marco Rubio aber eher bekannt für seine ganz harte Anti-China-Linie. Er hatte auch viele Papiere zuvor gelegt im Kongress als Senator von Florida und hat immer wieder darauf hingewiesen, wie die Chinesen die amerikanische Wirtschaft untergraben und dass die amerikanische Regierung da viel mehr gegen tun muss, um sich gegen China zu wehren. Ganz wichtig noch zu beiden Personalien, wenn sie denn so kommen, sowohl Walz als auch Rubio, das sind Profis im Kongress. Und das ist für Trump auch ganz wichtig, dass er da Brücken hat in den Kongress, weil er hat ja mit Tag 1 nach dem 20. Januar hat er ganz viele Gesetzesvorhaben auf seiner Liste. Und da braucht er natürlich schnelle Umsetzungen durch den Kongress. Jetzt hast du mir auch eine Brücke gebaut mit den Profis im Kongress, denn es gab dann eine Überraschung, was die Außenpolitik angeht. Den Verteidigungsministerposten, den hat Trump mit einem Fox News Moderator besetzt. Wer ist der Mann und was steckt dahinter? Genau, das ist Pete Hegseth. Da muss man natürlich jetzt wirklich aufpassen. Der ist nicht nur Fox News Moderator und Kommentator gewesen bisher. Er war im Militär, er war unter anderem im Irak und in Afghanistan stationiert. Aber trotzdem, er ist wirklich weitgehend unbekannt. Er ist dafür bekannt, dass er sehr krasse Forderungen auf Fox News rausgelassen hat. Unter anderem tauchen jetzt auch Videos von ihm auf, wo er unter anderem sagt, dass Frauen auf gar keinen Fall in Combat Unions mitmachen sollten. Er ist auch dafür bekannt, dass er ganz stark gegen alles, was irgendwie die Integration von Minderheiten, vor allem auch von transsexuellen oder homosexuellen Militärangehörigen angeht. Also all das, was man so als woke Politik bezeichnet, da ist er ein absoluter, ja, federführender Kämpfer gegen solche Politiken. Dafür ist er bekannt. Aber ansonsten wirklich, er ist eine ganz, ganz große Überraschung. Und man hört auch, dass unter dem etablierten Militärangehörigen das eher für Schock und Verstörung gesorgt hat, dass Trump diesen Mann jetzt zum Verteidigungsminister macht. Nicht ganz so überraschend, aber ungefähr genauso unkonventionell war die Nachricht, dass der Tech-Unternehmer und nebenbei ist er natürlich auch der reichste Mann der Welt, Elon Musk, einen Posten in Trumps Regierung bekam. Für was soll er jetzt künftig zuständig sein? Also das hat Trump schon lange im Wahlkampf angekündigt, dass Elon Musk halt sich bereit erklärt hätte, den Regierungsapparat aufzuräumen. Da muss man aber auch wieder unterscheiden, er wird nicht Teil der Regierung werden, sondern eine Art Beraterposten haben. Was natürlich auch deshalb wichtig ist, weil also die hohen Regierungsämter, die müssen auch vom Kongress bestätigt werden. Und das wäre wahrscheinlich schwierig. Und das würde auch für sehr viel Unmut und Tumult sorgen, wenn Elon Musk durch so ein konventionelles Prozedere im Kongress müsste. Aber er soll neben Vivek Ramaswamy, das war ja einer von den Konkurrenten von Donald Trump in den Primaries, der noch weiter rechts außen versuchte zu sein als Trump, also sozusagen noch eine kleine Kopie von Donald Trump zu sein, was nicht besonders erfolgreich war. Die beiden zusammen sollen jetzt sozusagen, tja, das, was Edmund Stoiber mal machen sollte in Brüssel, nämlich das Red Tape, also die bürokratischen Bürden, die Behörden, Unternehmen und der Wirtschaft auflegen, da sollen sie aufräumen. Sie sollen vor allem auch den Beamtenapparat verkleinern. Die Kritiker sagen natürlich, was Elon Musk damit versuchen wird und auch durchaus Erfolg haben kann, ist,
vor allem für seine Industrien, heißt also die Elektroautoindustrie, aber vor allem seine Rockets, also seine Raketenindustrie, die Vorschriften zusammenzukürzen, dass es eben einfacher wird, in solche Industrien zu investieren und da auch ja auszubauen. Für Aufregung sorgte dann auch noch die News, dass Lee Zeldin Chef der US-Umweltbehörde werden soll. Er gilt als Trump-Ergebener, ist ein Jurist, der sich bislang eher weniger für Umweltschutz eingesetzt hat. Was bedeutet also diese Ernennung? Das stieß ja auf große Aufmerksamkeit, einfach deshalb, weil das die allererste Personalie war, die Donald Trump verkündet hat. Normalerweise ist die Umweltbehörde etwas, das kommt irgendwann an Nummer 4, 5, 6. Das wird hier so verstanden, dass Trump wahrmachen will, was er seinen Anhängern versprochen hat, dass nämlich die Energiekosten runtergehen. Eines seiner Hauptmessages während seines Wahlkampfes war Drill, Baby, Drill, dass eben Amerika auf riesigen Öl- und Gasvorkommen sitzt und dass die jetzt endlich mal genutzt werden müssten, statt irgendwie teures Öl aus dem Nahen Osten zu importieren, was sowieso eine unsichere Gegend ist. Dann ging es natürlich auch um Fracking in Pennsylvania, dass dadurch auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Und dass dadurch eben die Energiekosten für die Verbraucher runtergingen. Dass Donald Trump da wenig Rücksicht nehmen wird auf Umweltauflagen und auf das, was Ölbohren und Fracking alles so anrichten kann in der Umwelt, das aus meiner Sicht leider spielt dabei wenig eine Rolle. Und dafür scheint Lee Zeldin auch dann der richtige Mann zu sein. Dann habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage. Eins scheinen ja alle dieser bislang ernannten Personen irgendwie gemeinsam zu haben, nämlich, dass sie Trump nahestehen und ihm loyal sind. Trump wird ja zudem dieses Mal anders als in seiner ersten Amtszeit auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, beziehungsweise die Republikaner werden die haben. Was heißt das jetzt? Wird Trump damit sozusagen zu einer Art Alleinherrscher oder befindet sich auf dem Weg dahin? Wie schätzt du das ein? Es wird auf jeden Fall die ersten zwei Jahre bis zur nächsten Midterm-Wahl im November 2026 für Donald Trump wirklich eine sehr willkommene Zeit sein, weil er auf der einen Seite eben extrem darauf achtet, in seiner Personalbesetzung nur loyale Männer und Frauen um sich zu scharen und, wie du schon sagst, auf der anderen Seite eben keinen großen Widerstand bekommen wird im Kongress. Der Senat ist jetzt klar in republikanischer Hand und das Haus jetzt auch. Das heißt, klar, es wird immer noch Gesetze geben, wo auch seine eigenen Leute sich dagegen stellen. Aber grundsätzlich heißt das freie Fahrt und Donald Trump kann, wie er sagte am Tag 1, I will be dictator on day one. Und was danach folgt, das werden wir dann sehen. Aber dank der Konstellation eben auch im Kongress und dank des Umsichtscharns mit loyalen Mitarbeitern wird er ganz viele von seinen Vorhaben sehr schnell umsetzen können. Ich danke dir für diese ja doch eher ernüchternde Einschätzung, liebe Stefanie. Gerne. Join. Alles, was du willst, kostenlos auf einer Plattform. Hol dir das Beste aus Show, Reality und Comedy sowie das größte kostenlose TV-Angebot in Deutschland mit über 100 Sendern wie ProSieben, Sat.1, ARD und ZDF im Live-TV. Stream dir Highlights wie Wer steht mir die Show, The Voice of Germany, Promi Big Brother oder Originals wie Worldwide Wohnzimmer und The Race. Jederzeit und überall und komplett kostenlos. Join. Bestes Entertainment und sonst nichts. Das war's für heute von mir. Für tiefergehende Analysen rund um die neue Amtszeit Trump empfehle ich Ihnen unseren Podcast This is America, in dem Stefanie Bolzen mit meinen Kolleginnen Antonia Beckermann und Wim Ort spricht. Neue Folgen gibt's einmal in der Woche und einen Link zur Show stelle ich Ihnen jetzt schon in die Shownotes. Damit entlasse ich Sie dann in diesen Donnerstag. Ich wünsche Ihnen, dass es ein guter wird und bedanke mich fürs Zuhören. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast und der Redaktionsschluss war heute um 4:30 Uhr.